Herzlich willkommen, schönen Vormittag. Freue mich, dass Sie sich heute an diesem Mittwochvormittag Zeit genommen haben, noch vor der Mittagspause bei uns reinzuschalten beim heutigen Webinar. Freue mich ganz besonders. Wir haben auch uns ausgesucht ein sehr, sehr spannendes Thema, um Ihnen da ein bisschen den Vormittag mit interessanten Themen die Zeit zu verkürzen. Es ist ein sehr, sehr großes Thema, über das wir heute sprechen werden. Es geht um den Oberbegriff der Fachkräftesicherung. Darf mich vielleicht zu Beginn des Webinars ganz kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Bernhard Buschitzki, ich bin der Moderator heute dieses Webinars und darf Sie in der nächsten Stunde hier durch das Webinar führen. Fachkräftesicherung haben wir schon angesprochen. Das ist ein Teil, der erste Teil dieser Webinarreihe, die uns in den nächsten Wochen beschäftigen wird, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, eben das große Überthema der Fachkräftesicherung. Heute das Thema Mein Lehrling, die Fachkraft von morgen, also die Lehrlingsausbildung, alles, was dieses große Thema Lehrling umfasst, werden wir versuchen, hier in diesem Webinar heute unterzubringen. Mit Ihnen als Zuseherinnen und Zuseher. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich hier Ihren Screen ganz nach Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen anzupassen. Das heißt, einfach mit der Maus der Mitte des Screens den Balken in der, verschieben und somit verändern sich dann links und rechts, je nachdem die Folien oder eben das Live-Bild in der Größe, je nachdem, wie Sie es gerne haben. Haben auch die Möglichkeit, zum Vortrag, zur Expertise heute Fragen zu stellen, selbstverständlich. Die werden wir im Anschluss an unseren Vortrag, unsere Präsentation dann auch gerne beantworten. Jetzt freue ich mich, einen Experten zum heutigen Thema bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. An meiner Seite Magister Wolfgang Hoffer. Guten Tag. Sie beraten für die Wirtschaftskammer Unternehmen in Ausbildungsfragen, sind also natürlich auch Lehrlingsexperte. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben. Stichwort Lehrling. Die Fachkraft von morgen. Das Modell in Österreich gilt international als sehr großes Erfolgsbeispiel. Erst vor einigen Wochen, vielleicht falls Sie es nicht mitbekommen haben sollten, das war medial recht präsent eigentlich, hat das heimische Team, das österreichische, bei den Euroskills, also den europäischen Berufsmeisterschaften, sehr erfolgreich abgeschnitten, 21 Medaillen geholt und das heißt, am Ende des Bewerbs war das Rang 2 von insgesamt 28 Nationen. Da darf man sich auch einmal selbst auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind gut, wir haben das gut gemacht. Wir tun da offenbar etwas, das funktioniert. Die Lehre scheint in Österreich ein großes Thema zu sein. Vielleicht von Ihrer Seite jetzt einmal die Expertise zu Beginn. Was macht denn die Lehre so besonders? Mhm. Guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute hier zu sein. Freue mich auf eine interessante Stunde mit Ihnen, mit hoffentlich zahlreichen Fragen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, das, was die Lehre so erfolgreich macht, ist das österreichische Modell der dualen Berufsausbildung. Das heißt, die Zweiteilung der Ausbildung einerseits in den fachlichen Teil der betrieblichen Ausbildung im Unternehmen, auf der anderen Seite den Teil in der Berufsschule, das heißt, wo ein theoretisches Fundament noch gelegt wird, wo die praktischen Fertigkeiten noch weiter vertieft werden, wo aber auch um einen Teil Allgemeinbildung die Ausbildung noch erweitert wird. Wir haben in Österreich über 200 verschiedene Lehrberufe. Das heißt, es gibt wirklich für jedes Unternehmen die Möglichkeit, sich im eigenen Betriebsgebiet, im eigenen Unternehmensgegenstand genau den Lehrberuf herauszusuchen, der für das Unternehmen passt. Diese Inhalte der Lehrberufe orientieren sich auch an den Bedürfnissen der Unternehmen und werden natürlich auch laufend an aktuelle Erfordernisse angepasst. Zu nennen wäre hier zum Beispiel der neue Lehrberuf des E-Commerce-Kaufmanns. Im Rahmen von modularen Lehrberufen ist es möglich, die Lehrberufe weiter auch zu spezialisieren. Das heißt, man hat die Möglichkeit, ein Grundmodul mit einem Hauptmodul zu kombinieren und dieses dann noch um ein weiteres Hauptmodul zu erweitern oder dem noch ein Spezialmodul hinzuzufügen. Das heißt, jedes Unternehmen kann wirklich punktgenau in seine Nische hinein ausbilden. Eine weitere Aufwertung der Lehre ist noch durch die Lehre mit Matura möglich. Und was natürlich auch vor allem für uns als Wirtschaftskammer sehr erfreulich ist, die Lehre wurde vor kurzem auch noch weiter aufgewertet, dahingehend, dass man den Meistertitel mit dem Bachelor bzw. mit dem Ingenieur gleichgesetzt hat. Okay, also wir sehen, es ist ein sehr, sehr großer Wert, den dieser Lehrberuf natürlich auf der einen Seite für die Lehrlinge als solche hat, gar keine Frage, für die gesamte Wirtschaft, aber natürlich auch für die einzelnen Unternehmen selbst, die Lehrlinge ausbilden.
Es gibt vor allem aus Unternehmenssicht eine Vielzahl guter Gründe, Lehrberufe auszubilden. Da wäre zum ersten natürlich zu nennen der Aufbau eigener Fachkräfte. Die Suche nach geeigneten Fachkräften stellt ja heimische Unternehmen zunehmend vor immer größere Herausforderungen. Und da haben jene Betriebe, die selbst Lehrlinge ausbilden, natürlich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Wie das Thema schon sagt, unsere Lehrlinge von heute sind eben die Fachkräfte von morgen. Was natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle spielt, ist der Kostenfaktor. Hier fälschlicherweise hält sich immer noch etwas dieses Bild, dass ein Lehrling in erster Linie viel kostet. Dem ist nicht unbedingt so. Das heißt, 45% der heimischen Unternehmen erwirtschaften schon im ersten Lehrjahr mit der Lehrausbildung einen positiven Nettoertrag. Positiver Nettoertrag heißt, der monetäre Wert, den der Lehrling durch seine Arbeit schon ins Unternehmen einbringt, ist höher einzuschätzen als die tatsächlichen Ausbildungskosten. Vor allem bei sehr technischen Lehrberufen ist das natürlich in der Form nicht gegeben. Da sind die Ausbildungskosten natürlich relativ hoch, weil natürlich auch mehrere oder aufwendigere Maschinen benötigt werden. Natürlich muss man auch mehr Zeit investieren, mehr Ausbildungszeit, dass diese Maschinen erlernt werden können. Das heißt, hier ist kein positiver Nettoertrag über die Lehrzeit zu erwirtschaften. Aber stellt man diese Kosten den Rekrutierungskosten für eine neue Fachkraft gegenüber, und diese Rekrutierungskosten betragen in Österreich bei einem nicht ausbildungsaktiven Betrieb durchschnittlich 15.000 Euro, stellt man diese Kosten den Ausbildungskosten gegenüber und rechnet dann noch darauf die Basisförderung, die jedem ausbildenden Betrieb von der Wirtschaftskammer zusteht, rechnet man das alles zusammen, so rechnet sich die Lehrlingsausbildung für das Unternehmen in jedem Fall. Das heißt, ich kann wirklich tatsächlich hergehen und sagen, also einen Lehrling auszubilden, jedenfalls langfristig, oftmals auch schon kurzfristig, zahlt sich aus, auch finanziell. Ich meine, ein Unternehmen muss im Endeffekt auf der Excel-Liste unten schauen, dass das passt, ne? Also dass da Zahlen stehen, die annehmbar sind. In dem Fall keine Angst, dass der Lehrling mehr... Absolut. Wie gesagt, für 45% der Unternehmen rechnet sich es bereits im ersten Lehrjahr. Für alle anderen Unternehmen, wenn man längerfristig die Ausbildung anlegt oder die damit verbundenen Kosten sich längerfristig anschaut, dann rechnet sich die Lehrlingsausbildung in fast jedem Fall. Und es ist ja auch so, was ich finde sehr interessant ist für viele Unternehmen, trägt dazu bei, dass das Unternehmen, das Lehrlinge ausbildet, natürlich auch in der öffentlichen Meinung im Ansehen steigt, oder? Keine Frage. Also Ausbildungsbetriebe, und dazu gibt es, das Thema ist auch wissenschaftlich behandelt worden, dazu gibt es Studien, Ausbildungsbetriebe werden positiver wahrgenommen, Deswegen zahlt sich das auf jeden Fall aus. Das heißt, nicht nur das Gesamtimage des Unternehmens wird als positiver wahrgenommen, sondern auch das Arbeitgeberimage. Das heißt, Lehrlingsausbildung kann auch die Rekrutierungskosten für andere Fachkräfte senken. Also tue Gutes und rede darüber. Man kann sich ja dann auch rühmen damit, dass man ein Ausbildungsbetrieb ist. Tun ja auch viele zu Recht. Also das ist definitiv auch ein Mehrwert dieses Unternehmensimage. Aber okay, gehen wir jetzt einmal her. Nehmen wir all diesen Mehrwert, den wir jetzt ganz kurz anklingen haben lassen, unser Unternehmen, für die Wirtschaft. Damit all das passieren kann, brauche ich für einen Lehrling eine fachgerechte Ausbildung. Schauen wir uns, wir haben es schon ganz kurz angesprochen, aber vielleicht im Detail die einzelnen Schritte, die einzelnen Teilbereiche dieser Ausbildung an. Ja, grundsätzlich, die Lehrausbildung findet zu 80% im Betrieb statt, das heißt die fachliche Ausbildung im Betrieb, zu 20% in der Berufsschule. Beim Berufsschulunterricht gibt es zwei unterschiedliche Modelle. Hier haben wir einerseits das Modell, das in den meisten Bundesländern angewendet wird. Das ist die Jahrgangsberufsschule. Das heißt, hier wird der Lehrling tatsächlich für 10 Wochen dann oder kommt der Lehrling für 10 Wochen ins Internat. Hier haben wir wirklich eine Vielzahl an sehr gut ausgebauten Internaten und Landesberufsschulen in allen Bundesländern. In Wien ist das Modell ein bisschen anders. In Wien findet der Unterricht ganzjährig statt, also an mindestens einem Schultag pro Woche. Schwerpunkt bei der Ausbildung ist hierbei der berufsfachliche Unterricht. Das heißt jetzt wirklich Inhalte, die direkt mit dem Lehrberuf zu tun haben. Ein Drittel der Schulzeit wird dann für allgemeinen
allgemeinbildenden Unterricht aufgewendet. Aber jetzt haben Sie schon angesprochen, also dieser Schlüssel, dieser 80-20-Schlüssel zwischen Lehrbetrieb und Berufsschule, dieser Unterschied, zeigt natürlich auch, wie wichtig die Ausbildung im Lehrbetrieb ist. Also nur, wie werde ich als Unternehmen zu einem Lehrbetrieb? Wie kann ich mich da qualifizieren? Welche Möglichkeiten und welche Voraussetzungen gibt es zu erfüllen? Um Lehrlinge ausbilden zu dürfen, müssen eigentlich lediglich zwei Grundvoraussetzungen erfüllt sein. Da wäre zuerst ein aufrechter Feststellungsbescheid zur Lehrlingsausbildung, den Sie als Betrieb haben müssen. Und darüber hinaus muss es im Unternehmen zumindest eine Person mit einer Ausbilderberechtigung geben. Machen wir eins nach dem anderen, weil das sind, glaube ich, nicht zu vermischende Themen, weil es ganz wichtig ist, das zu trennen. Feststellungsbescheid war das Erste, was Sie erwähnt haben. Wie schaut der aus? Also dieser Feststellungsbescheid, der kann beantragt werden, entweder direkt bei der Lehrlingsstelle oder bei der zuständigen Bezirksstelle der Wirtschaftskammer. Das funktioniert sehr einfach und unbürokratisch. Das heißt, man muss lediglich dort melden, dass man gerne Lehrlinge ausbilden möchte. Das entsprechende Formular kann man sich auf der Website der Wirtschaftskammer herunterladen. Es gibt dann vor Ort eine gemeinsame Begehung von Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer. Ja, da wird dann einfach geschaut, können alle Inhalte des Berufsbildes vermittelt werden, und wenn das der Fall ist, dann wird ein positiver Feststellungsbescheid ausgestellt, dann hat das Unternehmen die Berechtigung, Lehrlinge auszubilden. Also zusammengefasst, ich als Unternehmen zeige auf quasi, ich würde gerne, sage das den zuständigen Stellen, die schauen, passt das eh bei mir alles so, wie es ist, und dann, je nachdem, wie es eben passt, wird dann das gleich dieser Feststellungsbescheid ausgestellt. Aber Sie haben schon angesprochen, wenn nicht alle Ausbildungsinhalte vermittelt werden können, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten. Was ist dann? Wie tut man da weiter? Auch wenn nicht alle Ausbildungsinhalte im Betrieb vermittelt werden können, ist das kein Problem. Wenn zum Beispiel bestimmte Maschinen im Unternehmen nicht vorhanden sind oder wenn es jetzt einfach einzelne Bereiche gibt, die im Unternehmen nicht abgedeckt werden, die im Berufsbild aber verlangt werden, dann kann man im Rahmen eines sogenannten Ausbildungsverbunds diese Inhalte in Zusammenarbeit mit einem anderen Betrieb dem Lehrling zukommen lassen. Da muss man unterscheiden, es gibt einen verpflichtenden Ausbildungsverbund, das heißt, wenn tatsächlich etwas fehlt, wenn tatsächlich eine Maschine fehlt oder Inhalte nicht vermittelt werden. Es gibt aber sehr wohl auch einen freiwilligen Ausbildungsverbund, das heißt, wenn das Unternehmen jetzt sagt, wir haben das nicht bei uns im Unternehmen, diese Maschine zum Beispiel, wir würden aber gerne in Zukunft so eine Maschine anschaffen, möchten gleich, dass unser Lehrling darauf ausgebildet wird, dann kann man einen freiwilligen Ausbildungsverbund mit einem anderen Unternehmen eingehen und dem Lehrling diese Bildungsmaßnahmen zukommen lassen. Sollte das andere Unternehmen dafür Rechnungen stellen, dann gibt es die Möglichkeit, sich das im Rahmen einer Förderung von uns fördern zu lassen. 75% der Kosten werden hier übernommen, gedeckelt mit 2.000 Euro über die gesamte Ausbildungszeit. Genauso, wenn diese Kurse jetzt nicht in einem anderen Unternehmen gemacht werden oder diese Inhalte, also man kann das sehr wohl auch im Rahmen zum Beispiel eines WIFI-Kurses oder BFI-Kurses nachreichen, diese Qualifikation, wenn sie gefordert wird. Wichtig ist nur, die wesentlichen Inhalte des Lehrberufs müssen im Unternehmen vermittelt werden. Ja. Okay, aber auf diese Förderungen, die Sie jetzt schon angesprochen haben, da kommen wir später noch in einem eigenen Blog des heutigen Webinars zu sprechen. Aber gut auf jeden Fall einmal zu wissen, dass man auch über das notwendige Mindestmaß hinaus hergehen kann und sage, ich nütze die Synergien dieses Verbundes, um hier vielleicht Wissen zu vermitteln, das ich in meinem Unternehmen gar nicht habe eigentlich. Also was ja sehr sinnvoll ist, wenn ich meinem Lehrling zusätzliches Wissen irgendwie zukommen lassen möchte. Genau. Okay, Teil 1, also dieser Feststellungsbescheid, den haben wir jetzt, glaube ich, kurz angeschnitten, sollten Fragen sein von Ihrer Seite. Sollten Sie sagen, da fehlt mir noch was, da würde ich gerne noch ins Detail gehen, bitte einfach nützen Sie das Chatfenster, schreiben Sie uns Ihre Fragen. Am Ende des heutigen Webinars machen wir einen eigenen Frageblock, in dem wir dann gezielt auf die individuellen Fragen eingehen werden. Aber zurück zur Präsentation. Feststellungsbescheid, die eine Geschichte. Ausbilderberechtigung haben Sie vorhin als den zweiten großen Part angesprochen, der natürlich wichtig ist als Voraussetzung, um Lehrlinge im Unternehmen auszubilden. Wie komme ich zu so etwas? Hier muss man eben, wie gesagt, unterscheiden. Die
Ausbilderberechtigung bezieht sich auf tatsächlich die Person im Unternehmen, okay, die dann die Ausbildung durchführt. Der Feststellungsbescheid bezieht sich auf das Unternehmen und den jeweiligen Lehrberuf. Das heißt, ich brauche eine Person im Unternehmen, die als Ausbilder auftritt. Das kann entweder der Lehrberechtigte selbst sein, kann aber auch ein dafür geeigneter Mitarbeiter sein. Es muss auch nicht jener Mitarbeiter oder im Falle auch der Lehrberechtigte selbst sein, der dann tatsächlich die fachliche Ausbildung macht. Das heißt, es muss nicht derjenige sein, der dann mit dem Lehrling an der Maschine steht, okay, weil bei der Ausbilderberechtigung einfach pädagogische Faktoren im Vordergrund stehen. Das heißt, hier geht es wirklich darum, dass wir arbeiten ja hier mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass die tatsächlich im Unternehmen einen Ansprechpartner haben. Ja, und dementsprechend ist diese Ausbilderqualifikation, dieser Ausbilderkurs dafür vorgeschrieben. Man kann das entweder im Rahmen eines Kurses eben machen oder man legt eine Ausbilderprüfung ab, die zum Beispiel im Rahmen der Meisterprüfung ohnehin auch meist mitgemacht wird. Wenn noch niemand im Betrieb eine Ausbilderqualifikation hat, ist das dennoch kein Problem. Sie können einen Lehrling aufnehmen und haben dann 18 Monate ab Rechtskraft des Feststellungsbescheides Zeit, diese Ausbilderqualifikation nachzureichen. Wenn Sie schon einen Lehrling aufgenommen haben, dann können Sie dennoch diesen Lehrling fertig ausbilden. Sie dürfen aber dann keinen weiteren Lehrling aufnehmen. Vielleicht auch noch ganz interessant als Information, ein Ausbilder darf maximal 5 Lehrlinge ausbilden. 15 Lehrlinge darf er ausbilden, wenn er ausschließlich mit dem Thema Ausbildung betraut ist. Das heißt, wenn er ausschließlich als Ausbilder im Unternehmen tätig ist. Ist jetzt aber für mich als möglicherweise lang dienenden Mitarbeiter in einem Unternehmen auch ein großer Vorteil, eine Zusatzqualifikation, wenn ich zum Ausbilder werde. Also das hat ja nicht nur einen Sinn für das Unternehmen und für die Lehrlinge, die dann in den Genuss kommen, von mir ausgebildet zu werden, sondern auch für mich als jemand, der diese Prüfung macht. Es ist absolut sicher für jeden Mitarbeiter ein zusätzliches Asset. Wie gesagt, deswegen auch bei den Meisterprüfungen gleich dabei, die Ausbilderprüfung. Ja, macht sich natürlich auch immer gut im Lebenslauf. Okay, ich sage jetzt einmal, jetzt haben wir diese beiden großen Parts, nämlich diesen Feststellungsbescheid, diese Ausbilderberechtigung angesprochen. Das sind die Voraussetzungen, die ich brauche, um einen Lehrling aufzunehmen, um den auszubilden. Habe ich? Abgehackt? Jetzt brauche ich einen Lehrling. Jetzt kenne ich es, wahrscheinlich viele von Ihnen auch aus eigener Erfahrung, man geht an Geschäften, an Betrieben vorbei und sieht dann das große Schild, Lehrling wird aufgenommen. Mhm. Also die Suche, den richtigen Lehrling für mein Unternehmen zu finden, ist wahrscheinlich nicht immer die einfachste. Ja, die Suche nach dem richtigen Lehrling stellt Unternehmen mitunter tatsächlich vor immer größere Herausforderungen. Das hat einerseits natürlich mit der Demografie zu tun. Wir haben immer weniger Jugendliche. Liegt auf der Hand, ja. Hat natürlich auch erfreulicherweise mit der sehr positiven wirtschaftlichen Entwicklung zu tun. Wir suchen oder wir benötigen natürlich immer mehr Fachkräfte. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass in Österreich aktuell 160.000 Fachkräfte fehlen. Ja, umso wichtiger eben auch das Thema Lehrausbildung, um sich seine Fachkräfte selbst auszubilden. Dem Thema Personalmarketing kommt hier heute inzwischen besondere Bedeutung zu, also auch im Bereich der Lehre, also auch Lehrlingsmarketing. Jugendliche treten heute hier nicht mehr als Bittsteller auf bei der Lehrlingssuche, sondern auch die Jugendlichen sind als Zielgruppe am Personalmarkt inzwischen heiß umworben. Und auch die Erwartungen, die Jugendliche an einen Lehrbetrieb stellen, haben sich in den letzten ein, zwei Generationen maßgeblich verändert. Standen früher ein gutes Einkommen und Krisensicherheit im Vordergrund, so ist heute für die Jugendlichen oder für die jungen Erwachsenen die Freude am Beruf wichtig. Das gute Arbeitsklima im Unternehmen ist wichtig, ein freundschaftlicher Umgang, aber auch eine gute Work-Life-Balance, viel Abwechslung am Arbeitsplatz. Viele Unternehmen haben das auch bereits erkannt. Dementsprechend werden teils mit hohem finanziellen Aufwand große Lehrlingskampagnen gestartet. Es können aber auch kleinere Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht ein großes Budget haben, durchaus ihre Zielgruppe gut erreichen. Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Hier gibt es zum Beispiel die Lehrstellenbörse der Wirtschaftskammer und des AMS. Das heißt, wir teilen uns eine Lehrstellenbörse. Das ist eine Online-Geschichte. Eine Online-Geschichte. Hier können Sie uns Ihre Stelleninserate schicken. Wir stellen die dann online und die interessierten Jugendlichen können dann dort die Stellen einsehen. Ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang ist auch immer,
der Kontakt zu den Schulen. Ich empfehle den Unternehmen tatsächlich immer, suchen Sie den Kontakt zu den Schulen, zu den neuen Mittelschulen, zu den Bolis besonders. Nutzen Sie auch die Möglichkeit, auf Infoveranstaltungen der Schulen aufzutreten. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, als Unternehmen in der Schule aufzutreten, vor allem bei den Polis auch, und das eigene Unternehmen vorzustellen. Nutzen Sie die Möglichkeit von berufspraktischen Tagen, auch genannt Schnupperlehre, ist vielleicht geläufiger vielen. Veranstalten Sie Tage der offenen Tür im Unternehmen. Ganz, ganz wichtig auch der Punkt, ab einer gewissen Größe unerlässlich eine eigene Personalunterseite auf der Firmenwebseite. Das, wo immer Karriere steht oder was auch genau, immer. Genau. Ich verstehe, ja. Ja, Mundpropaganda, auch ein wichtiges Thema. Vor allem im ländlichen Bereich ist das immer noch ganz stark so, dass das vielleicht dann schon der Vater, der Onkel oder der beste Freund im gleichen Betrieb ist. Und wenn hier natürlich ein positives Unternehmensimage da ist, dann dient das der Sache natürlich immer. Also auf der einen Seite, Sie haben es angesprochen, eben die Jugendlichen sind anders, als sie es vielleicht waren, als wir selbst Jugendliche waren. Mhm. Also das heißt, sich herauszufinden, das Unternehmen, um wen geht es da eigentlich? Was will der? Das ist die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite, mich zu präsentieren, welche Möglichkeit auch immer. Ja. Also, und wenn die beiden Seiten dann zusammenkommen, indem man miteinander redet, indem man eben auf diese, was Sie gesagt haben, Tage der offenen Tür geht und was auch immer, so kann man diese beiden Sachen dann verbinden und im Idealfall den perfekten Lehrling finden für das eigene Unternehmen. Wenn ich ihn gefunden habe, Best Case natürlich, schön, ich habe mich entschieden, wir kommen zusammen, dann geht es an die nächsten Schritte, um das offiziell zu machen, um das richtig zu machen, um da keine Fehler zu machen, gibt einiges zu beachten. Stichwort Anmeldung und so weiter. Ja, auch das ist weit weniger kompliziert, als man vielleicht annehmen man oder befürchten würde. Man hat immer Angst vor diesem Schritt, so diesem Papierkram. Man hat bei der Lehrausbildung immer ein bisschen Angst vor der Bürokratie. Ja. Die hält sich tatsächlich sehr in Grenzen. Im Prinzip sind nur 3 Anmeldungen zu machen. Der Lehrvertrag muss binnen 3 Wochen an die Lehrlingsstelle geschickt werden, Ihres Bundeslandes, damit diese ihn protokollieren kann. Binnen 2 Wochen muss der Lehrling bei der Berufsschule angemeldet werden, natürlich auch wieder abgemeldet, falls das Lehrverhältnis beendet wird. Und ganz, ganz wichtig auch die Anmeldung bei der Gebietskrankenkasse. Das unterscheidet sich aber nicht von jedem anderen Arbeitnehmer. Die Anmeldung bei der Gebietskrankenkasse hat ausschließlich oder ausnahmslos vor Arbeitsantritt, vor Beginn der Lehre zu passieren. Auch vielleicht noch eine Sache beim Lehrling zu beachten. Es gibt bei einem Lehrverhältnis eine 3-monatige Probezeit. Das heißt, innerhalb dieser ersten 3 Monate können Sie jederzeit das Lehrverhältnis ohne Angabe von Gründen beenden. Das können natürlich beide Seiten. Aber was Sie schon gesagt haben, eben diese Gebietskrankenkasse, was ja auch Versicherungsgründe hat und dem genau. Also sinnvoll ist, dass man das macht. So viel nur dazu. Jetzt haben Sie schon angesprochen, es hat sich in den letzten Jahren so einiges verändert. Wir sprechen jetzt immer auch von jungen Erwachsenen, von Jugendlichen. Ist es noch immer eigentlich so, dass man diesen Querschnitt hat, der eher 15-Jährigen, die da unmittelbar nach der Schule beginnen? Oder ist das schon anders? Ändert sich da auch was in dem Altersschnitt der Lehrlinge? Der größte Teil jener, die sich für eine Lehrstelle bewerben, sind natürlich jetzt junge Schulabgänger. Das heißt, die vom Poli kommen oder vielleicht ein Jahr eine weiterführende Schule besucht haben. Aber es nimmt auch der Anteil jener zu, die schon ein bisschen älter sind. Das heißt, relativ viele Schulabbrecher auch, die sich dann doch noch für eine Lehre entscheiden. Die sind mitunter auch durchaus sehr gefragt am Arbeitsmarkt für Lehrlinge, weil sie einfach auch schon ein bisschen älter sind und schon ein bisschen schulische Erfahrung mitbringen. Aber auch immer wichtiger wird das Thema Lehre nach Matura. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, nach der Matura eine Lehrausbildung in einer verkürzten Lehrzeit zu machen. Der häufigste Beruf, der hier gewählt wird, ist zum Beispiel die pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz. Das machen sehr, sehr viele nach der Matura. Man kann diese Lehre in einer verkürzten Lehrzeit machen, ist auch eine sehr gute Vorbereitung, wenn man vielleicht dann nachher doch noch ein weiterführendes Studium machen möchte. Man kann sich hier zum Beispiel auch Praktikumszeiten anrechnen lassen. Das heißt, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Sie sagen verkürzte Lehrzeiten, wonach orientiert sich das? Also grundsätzlich jeder, der eine Matura gemacht hat, hat im Prinzip die Möglichkeit, eine verkürzte Lehre zu machen.
Bei der AHS ist das im Prinzip überhaupt kein Problem. Bei berufsbildenden höheren Schulen muss man immer ein bisschen darauf achten, dass jetzt nicht der jeweilige Lehrberuf ohnehin durch den Schulabschluss substituiert wird. Das heißt, jemand, der eine Hackmatura hat, kann dann nicht noch eine Bürokaufmann- oder Bürokauffrau-Lehre absolvieren, weil diese Abschlüsse ohnehin gleichgehalten sind. Aber bei der AHS ist man hier relativ offen. Aber ich kenne das aus dem eigenen Bekanntenkreis auch sehr viele, dass natürlich viele nach der Matura sagen, ich brauche vielleicht eben diese Jahre in der Schule, um genau zu sagen, ich möchte eigentlich eben nicht jetzt zwingend auf die Uni gehen oder auf die FH gehen oder was auch immer, sondern ich möchte eben jetzt, ich habe meine Liebe zu welchem Lehrberuf auch immer, Sie haben vorhin erwähnt, über 200 Lehrberufe, also da gibt es eine große Auswahl, dazu entdeckt, ich möchte das machen. Sinnvoll in dem Fall, oder? Absolut sinnvoll. Auch eine sehr gute Vorbereitung aufs Studium, nämlich vor allem dann, wenn vielleicht das Finanzielle eine Rolle spielt, weil man sich diese Jahre der Lehrzeit auch für ein Selbsterhalterstipendium anrechnen lassen kann. Mhm. Also ich glaube, das ist wichtig, dass das auch in unsere Köpfe hineingeht, dass hier es nicht ein Entweder-Oder gibt, ein Schwarz und Weiß, Lehre oder Matura oder Studium oder das, sondern dass das ja wunderschön ineinander greifen kann und dass man sich hier die gegenseitigen Synergien von den jeweiligen Ausbildungsbereichen nützen kann. Absolut, man hat heute so viele Möglichkeiten im Prinzip wie überhaupt noch nie. Das heißt, das System ist auch sehr viel durchlässiger geworden. Früher war es ja doch so, hat sich für einen Karriereweg entschieden und den hat man dann im Prinzip auch oft sein Leben lang weiterverfolgt. Heute haben wir eben die Möglichkeit der Lehre nach Matura. Wir haben aber auch die Möglichkeit eben der Lehre mit Matura. Lehre mit Matura funktioniert folgendermaßen. Man hat dann ganz normal seinen Arbeitstag im Unternehmen und hat dann noch an ein, zwei Abenden pro Woche Schule. Man muss 4 Fächer absolvieren, das ist Deutsch, Mathematik, Englisch und noch ein Fachbereich. Dieser Fachbereich hat mit dem jeweiligen Lehrberuf zu tun. Man muss auch nicht gleich mit der Lehre mit Matura beginnen. Das heißt, man muss lediglich eine dieser 4 Teilprüfungen während der Lehrzeit ablegen. Ich empfehle auch immer, nicht gleich zu Beginn der Lehrzeit damit anzufangen. Es macht mitunter tatsächlich mehr Sinn, wenn man sich einmal im Berufsleben ein bisschen zurechtfindet, wenn man sich mal im Unternehmen akklimatisiert und dann vielleicht erst im zweiten Lehrjahr damit beginnt. Man hat dann nach Ende der Lehrzeit, wenn man eine Teilprüfung absolviert hat, noch 4 weitere Jahre Zeit, um diesen Abschluss dann zu machen. Okay, trifft man jetzt nicht zu weit vom Thema ab und bleibt man vielleicht auch da, wie angefangen hat es eigentlich damit, dass ich wissen wollte, inwieweit der Altersschnitt sich geändert hat. Mhm. Sie haben aber gesagt, der Großteil ist noch immer im Bereich der 15-Jährigen, also der Jugendlichen, jungen Erwachsenen in dem Fall. Genau. Wo ich als Unternehmen, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe die Lehrlinge natürlich einige Sachen vielleicht auch besonders beachten muss, weil noch nicht volljährig. Mhm. Es gibt einige Besonderheiten zu beachten. Grundsätzlich muss man sagen, es gibt 2 Gesetze, die jetzt vorrangig zur Anwendung kommen bei der Ausbildung von Lehrlingen. Das eine ist das Berufsausbildungsgesetz und das andere ist das Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetz. Vor allem das Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetz ist dann eben Thema, wenn ich einen minderjährigen Lehrling beschäftige. Diese Regelungen gelten allerdings dann nur, bis der Lehrling sein 18. Lebensjahr vollendet hat. Zu beachten wäre hier zum Beispiel die tägliche Arbeitszeit von maximal 8 Stunden, die wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden darf nicht überschritten werden. Wenn der Kollektivvertrag eine Durchrechnung zulässt, dann habe ich die Möglichkeit, die Tagesarbeitszeit kurzfristig auf 9 Stunden zu erhöhen, beziehungsweise auf 45 Stunden pro Woche. Hier muss ich aber, wie gesagt, auf Durchrechnungszeiträume achten und hier muss ich auch darauf achten, ob mein Kollektivvertrag das zulässt. In diesem Kontext, die Bezirksstellen der Wirtschaftskammer beraten Sie sehr, sehr gut in Fragen des Kollektivvertrags. Hier wirklich auch den Kontakt suchen. Natürlich, die Berufsschule ist gesetzlich verpflichtet. Das heißt, die erforderliche Zeit muss freigegeben werden und muss natürlich auch entlohnt werden. Die Unterrichtszeit der Berufsschule ist auf die Dauer der Arbeitszeit anzurechnen. Auch Regelungen für Jugendliche bezüglich Überstunden, Ruhezeit und Nachtruhebestimmungen sind zu beachten. Das war jetzt ein großer Pack an Informationen, glaube ich, auch für viele, die da jetzt sagen, boah, das überrennt mich jetzt fast ein bisschen. Mehrere Dinge, die jetzt vielleicht wichtig sind. Erstens einmal, wenn Sie da Fragen haben, einfach im Chatfenster eingeben. Wir können nachher noch natürlich auch im Detail auf das eingehen, was da vielleicht jetzt nicht besprochen werden konnte. Zweite Möglichkeit, wir werden auch im Anschluss die Präsentation für Sie als PDF zur Verfügung stellen. Die bekommen Sie. Und auch natürlich seitens der Wirtschaftskammer Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Wo? Es gibt verschiedene Beratungsangebote.
Nur ganz kurz noch zurück, einen Punkt, den ich noch vergessen habe, weil es immer wieder Thema ist und weil ich immer wieder danach gefragt werde. Das sind jetzt zum Beispiel die sanitären Einrichtungen, weil Unternehmen mir sagen, ja, ich würde ja gerne einen weiblichen Lehrling aufnehmen, aber ich habe jetzt nur Burschen im Betrieb, dementsprechend, da müsste ich ja den ganzen Betrieb umbauen. Dem ist nicht so. Wie gesagt, da ist jetzt nicht die Wirtschaftskammer primärer Ansprechpartner. Ich möchte es nur kurz angeschnitten haben. Getrennte Anlagen sind nur dann notwendig, wenn wirklich regelmäßig mehr als 5 Frauen bzw. 5 Männer anwesend sind. Also 5 Frauen und 5 Männer. Dementsprechend, es ist nicht notwendig, also den ganzen Betrieb umzubauen, nur weil ich jetzt einen weiblichen Lehrling habe. Ist mit der Unternehmensgröße in Wirklichkeit zusammenhängend, ne? Wenn Sie sagen, genau. Also wenn das jetzt ein kleines Unternehmen ist. Bei großen Unternehmen ist das ja ohnehin in der Regel gegeben. Aber es ist auch für kleine Unternehmen eben möglich, einen weiblichen Lehrling aufzunehmen, ohne dass man jetzt dann die Sanitäreinrichtungen umbauen muss. Natürlich umgekehrt, in Betrieben, wo ausschließlich weibliche Lehrlinge sind, kann man auch einen männlichen Lehrling aufnehmen. Na klar. Okay, aber wie gesagt, also das sind alles Dinge, die offenbar scheinbar teilweise auch recht individuell sind, was hier Beratung gibt und so weiter. Das heißt, ich wende mich, wenn ich etwas brauche, an die Wirtschaftskammer und die unterschiedlichen Teilbereiche, je nachdem, was ich brauche. Genau, die Wirtschaftskammer unterstützt Sie von Anfang an in sämtlichen Fragen der Ausbildung. Das heißt, das beginnt jetzt bei der betrieblichen Eignung des Unternehmens, geht über rechtliche Fragen, rechtliche Rahmenbedingungen, aber auch bis hin zu Konfliktsituationen oder auch zu der Auflösung eines Lehrverhältnisses. Es gibt hier verschiedene Ansprechpartner in der Wirtschaftskammer. Zum einen gibt es in jedem Bundesland Berater, die ausschließlich sich mit der Beratung zum Thema Lehre beschäftigen. Diese Lehrstellenberater sind ihre ersten Ansprechpartner in allen Fragen der Lehrlingsausbildung. Sie können sich aber natürlich auch jederzeit an ihre Bezirksstelle der Wirtschaftskammer wenden oder auch an die Lehrlingsstelle des jeweiligen Bundeslandes. Diese Einheiten arbeiten ohnehin sehr eng und intensiv zusammen. Das heißt, an welche dieser Stellen sie sich jetzt wenden, macht dann in der Praxis für sie keinen so großen Unterschied. Es wird dann ohnehin immer der Kontakt zum richtigen Ansprechpartner für Sie auch hergestellt. Okay, also das heißt, dort sind meine Ansprechpartner zu Hause, dort bekomme ich die Infos auf der einen Seite und natürlich ist es vielleicht für mich als Unternehmen auch finanziell nicht unwichtig zu wissen, wo bekomme ich hier Unterstützung, welche Förderungsmöglichkeiten gibt es seitens der Wirtschaftskammer, um hier mit mir gemeinsam Sachen zu machen. Genau. Es gibt eine Reihe an Förderangeboten der Wirtschaftskammer für Unternehmen. Was ihnen von Haus aus mal zusteht, ist die sogenannte Basisförderung. Diese Basisförderung bekommt jeder Betrieb, der Lehrlinge ausbildet. Das ist pro Lehrling im ersten Lehrjahr sind das 3 kollektivvertragliche Bruttolehrlingsentschädigungen, im zweiten sind es 2, im dritten bzw. vierten noch eine. Das passiert auch ganz automatisch, das heißt, da müssen Sie als Betrieb sich jetzt nicht darum kümmern, sondern am Ende des Lehrjahres wird dieses Formular automatisch Ihnen zugeschickt. Sie füllen das einfach aus, schicken das an uns zurück, bekommen die Förderung dann überwiesen. Es gibt dann noch zwischen- und überbetriebliche oder Förderung für zwischen- und überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen. Das heißt im Prinzip alles, was im Themenblock Fortbildung jetzt so auftritt. Das kann jetzt zwischenbetriebliche, haben wir vorher schon angesprochen, das kann jetzt zum Beispiel sein, wenn Sie einen Ausbildungsverbund haben und der andere Betrieb stellt Ihnen eine Rechnung dafür. Überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen, das wäre jetzt zum Beispiel alles, was im Bereich Kursen jetzt so stattfindet. Das heißt, möchte ich meinem Lehrling jetzt zum Beispiel einen Schweißkurs zukommen lassen, dann kann ich mir den fördern lassen. 75% der Kurskosten werden hier übernommen, gedeckelt mit 2.000 Euro über die gesamte Ausbildungsperiode. Auch der Ausbilder selbst kann sich Weiterbildung fördern lassen. Hier muss man allerdings darauf achten, das bezieht sich jetzt nicht um die fachliche Qualifikation im jeweiligen Lehrberuf, sondern das bezieht sich auf alle Kurse, die jetzt die Ausbildungsqualität heben. Das heißt, das kann jetzt zum Beispiel sein, ein Kurs im Bereich Personalführung, Konfliktmanagement, Motivationstraining und so weiter und so weiter. Also alles, was die Ausbildungsqualität hebt. Auch 2.000 Euro, hier allerdings sogar pro Kalenderjahr, 75% maximal werden übernommen. Es gibt dann noch einen Bonus für guten und ausgezeichneten Erfolg bei der Lehrabschlussprüfung. Das heißt, für einen guten Erfolg gibt es 200 Euro, für einen ausgezeichneten Erfolg gibt es 250 Euro. Maßnahmen für Lehrlinge mit Lernschwierigkeiten, Nachhilfe,
Nachhilfe wird von uns zu 100% gefördert. Das heißt, da haben Sie als Unternehmen gar keine Kosten. Auch der Lehrling selbst hat keine Kosten. Hier gibt es wieder zwei Modelle. Das eine Modell wäre jetzt Nachhilfe auf Pflichtschulniveau. Das heißt, wenn der Lehrling wirklich ganz grundlegende Probleme in Deutsch, Mathematik, Englisch hat, dann gibt es hier die Möglichkeit, ein Nachhilfeinstitut zu beauftragen, dann die Rechnungen bei uns einzureichen, wenn es auf die Arbeitszeit angerechnet wird bzw. in der Arbeitszeit stattfindet. Das andere Modell, das gibt es nicht in allen Bundesländern, wäre dann Einzelunterricht mit Berufsschullehrern. Da muss man eben schauen, ob das im jeweiligen Bundesland oder in welcher Form das verfügbar ist. Im jeweiligen Bundesland hier nochmal, wie gesagt, das Angebot, auch eine ausführliche Förderberatung durch die Wirtschaftskammer in Anspruch zu nehmen. Ja, zusätzlicher Besuch von Berufsschulstufen, das könnte dann zum Beispiel der Fall sein, wenn der Lehrling aufgrund einer Lehrzeitanrechnung oder einer Lehrzeitverkürzung öfter die Berufsschule besuchen muss. Das heißt, er muss in einem Jahr zweimal in die Berufsschule, dann können sie sich für diese Zeit die Brutto-Lehrlingsentschädigung zurückholen. Das geht zum Beispiel auch, wenn der Lehrling durchfallen sollte in der Berufsschule, das heißt, einen Turnus wiederholen muss. Das ändert für sie jetzt zwar leider nichts daran, dass ihnen der Lehrling nochmals 10 Wochen im Betrieb als Mitarbeiter fehlt. Aber sie haben zumindest für diese Zeit dann nicht nochmal auch die Lohnkosten. Es gibt dann Förderung für Auslandspraktika, das heißt, wenn der Lehrling im Ausland ist für ein Praktikum, dann gibt es die Möglichkeit, sich für diese Zeit als Unternehmen auch die Brutto-Lehrlingsentschädigung zurückzuholen. Es gibt Förderungen für einen gleichmäßigen Zugang von jungen Frauen und jungen Männern zu verschiedenen Lehrberufen, die jetzt bei einem Geschlecht halt sehr viel größere Lehrlingszahlen haben. Dann gibt es Übernahmeprämien für Lehrlinge aus überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen. Das heißt, wenn Sie einen Lehrling aus einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung länger als ein Jahr beschäftigen, dann haben Sie Anrecht auf einmalig 1.000 Euro Übernahmeprämie. Der Vorbereitungskurs für die Lehrabschlussprüfung, hier werden die Kosten auch von uns übernommen. Hier allerdings meine Empfehlung, ist es besser, wenn der Lehrling sich selbst diesen Kurs bezahlt, weil wenn der Lehrling selbst den Kurs bezahlt, kann er sich 100% der Kosten zurückholen. Wenn das Unternehmen den Kurs bezahlt, kommt das aus einer anderen Förderschiene, deswegen werden hier nur 75% zurückerstattet. Lehre für Erwachsene, das ist eben dann ein Thema, wenn ich einen volljährigen Lehrling beschäftige. Hier vielleicht wichtig zu sagen, ich bin nicht verpflichtet, eine höhere Lehrlingsentschädigung zu bezahlen, wenn der Lehrling volljährig ist. Das heißt, ein volljähriger Lehrling bekommt im Prinzip die gleiche Lehrlingsentschädigung wie jeder andere. Wenn ich aber aus verschiedenen Gründen vielleicht doch eine höhere Lehrlingsentschädigung bezahle, dann gibt es die Möglichkeit, hier auch dann in erster Linie über das AMS noch eine zusätzliche Förderung zu beziehen. Und was neu ist seit Beginn dieses Jahres, die Wirtschaftskammer übernimmt die Unterbringungskosten für Lehrlinge in der Berufsschule. Das heißt, früher musste sich ja der Lehrling selbst die Kosten tragen, heute übernehmen wir diese Kosten. Das heißt, der Lehrling selbst bekommt ganz normal seine Lehrlingsentschädigung weiterbezahlt. Und Sie als Unternehmen und der Lehrling selbst müssen sich im Prinzip mit diesem Thema auch nicht weiter beschäftigen. Es ist ein sehr, sehr breites Spektrum an Förderungen, das es hier gibt. Ich glaube, da ist es jedenfalls wichtig, auch das für Sie, für Ihr Unternehmen passende rauszufinden. Im Idealfall natürlich im Gespräch mit Ihrem Ansprechpartner bei der Wirtschaftskammer, der sich da natürlich auskennt, auch was die einzelnen Förderungen, Höhen beantragen und so weiter. Also da wollen wir jetzt gar nicht zu viel ins Detail gehen. Ich muss mich auch entschuldigen, die Folie ist tatsächlich leider ein bisschen voll geworden, was ja im Prinzip auch erfreulich ist, weil es wirklich eine ganze Reihe an Fördermaßnahmen gibt. Ich möchte aber auch da jetzt mal darauf hinweisen, es gibt natürlich auch die Folien in Form eines PDFs dann für Sie, für alle Teilnehmer des Webinars, Teilnehmerinnen zur Verfügung. Das heißt, Sie können da nochmal durchgehen und schauen, vielleicht haben Sie da noch eine Frage und wenden sich eben gezielt bezüglich dieser Förderung dann an Ihren Ansprechpartner. Ich sage jetzt mal, wir haben einen großen Bereich bereits abgedeckt von dem, was wir ansprechen wollten. Es sind sehr viele Fragen reingekommen während unseres Webinars. Ich würde sagen, gehen wir über zum Fragenteil. Schauen wir uns an, was denn da noch für Informationen notwendig sind, die wir vielleicht weitergeben könnten. Eine Frage, die ich ganz spannend finde, muss ich einen neuen Antrag stellen, und zwar wenn ich Lehrlinge in einen weiteren Beruf aufnehmen möchte? Hört sich für mich so an, dass da offenbar mehrere Lehrberufe vielleicht in einem Unternehmen. Genau, viele Unternehmen bilden mehrere Lehrberufe aus. Wenn in einem weiteren Lehrberuf ausgebildet werden soll, dann ist dafür auch ein weiterer Feststellungsbescheid, ein sogenannter § 3a-Bescheid, wir haben das vorher schon angesprochen, notwendig. Das heißt, dieser
Bescheid muss neu beantragt werden, außer wenn der Lehrberuf eng verwandt ist, das heißt mindestens zur Hälfte. Man könnte hier zum als Beispiel nennen den Floristen und Garten- und Grünflächengestaltung. Das sind eng verwandte Lehrberufe, das heißt hier in dem Fall ist kein neuer Feststellungsbescheid zu beantragen. Und sowas weiß man auch, dass das zusammengehört. Ich meine, in dem Fall ist es aufgelegt, aber... Ja, es gibt hier von uns eine Lehrberufsliste, da können Sie die Verwandtschaft zwischen den verschiedenen Lehrberufen einsehen. Kleiner Tipp auch, wenn Sie bei Google einfach Lehrberufsliste eingeben, es ist gleich das erste Ergebnis, das kommt. Das heißt, das ist die offizielle Lehrberufsliste. Da kann man alle Verwandtschaftsverhältnisse eben, wie gesagt, einsehen. Sie können aber natürlich auch bei der Lehrlingsstelle Ihres Bundeslandes nachfragen. Okay, bei der nächsten Frage, glaube ich, da spricht ein bisschen so die Angst vor dem großen Mythos, dass man einen Lehrling, wenn es nicht passt, wenn es einfach gar nicht zusammengeht, Unternehmen und Lehrling, dass man den nicht wieder los wird. Oder wie ist das aus? Also es geht um die Auflösung eines Lehrverhältnisses. Vielleicht können wir da ein bisschen drauf eingehen. Genau. Also grundsätzlich, es ist natürlich möglich, ein Lehrverhältnis aufzulösen. Es gibt verschiedene Wege der Auflösung eines Lehrverhältnisses. Wir haben es vorher schon angesprochen, es gibt die Probezeit, das heißt beim Lehrling haben Sie innerhalb der ersten 3 Monate die Möglichkeit, das Lehrverhältnis jederzeit ohne Angabe von Gründen aufzulösen. Diese Möglichkeit haben beide Seiten. Ja, das muss natürlich in Schriftform erfolgen. Es gibt für alle Auflösungen ein vorgedrucktes Formular von der Wirtschaftskammer. Bitte auch tatsächlich immer dieses Formular zu verwenden. Dann gibt es die Möglichkeit natürlich einer einvernehmlichen Auflösung. Einvernehmlich kann man sich jederzeit trennen. Hier gibt es auch keine Fristen zu beachten. Da ein Lehrling nicht oder da es die Kündigung beim Lehrling in der Form nicht gibt, gibt es auch keine gesetzlichen Kündigungsfristen. Das heißt, eine einvernehmliche Auflösung kann jeden Tag im Grunde genommen vereinbart werden. Auch hier bitte das Formular der Wirtschaftskammer für die Auflösung verwenden. Eine Besonderheit bei der einvernehmlichen Auflösung ist die, der Lehrling muss, damit die Auflösung rechtswirksam wird, zur Arbeiterkammer gehen, muss sich dort einen Termin für eine Rechtsbelehrung ausmachen. Diese Rechtsbelehrung, hier wird der Lehrling umfangreich über seine Rechte informiert, wird dann schriftlich ausgefertigt. Die muss dann dem Auflösungsformular beigelegt werden und wie gesagt, erst damit wird die Auflösung dann auch rechtswirksam. Damit man nicht sagen kann, ich habe nichts gewusst im Endeffekt, oder? Ist ja genau, auch sinnvoll genau, zu wissen, was darf man nicht. Gerade wenn man mit jungen Leuten zu tun hat, muss man natürlich da sehr darauf Acht geben, dass sich jetzt auch niemand unter Druck gesetzt fühlt in irgendeiner Weise. Und deswegen haben wir das eben so geregelt, dass es diese Belehrung gibt. Das heißt, bevor eine Belehrung unterschrieben wird, wird der Lehrling wirklich immer ausführlich über seine Rechte informiert. Es gibt dann natürlich Situationen, wo das Lehrverhältnis auch einseitig aufgelöst werden kann. Das ist in erster Linie mal alles, was ins Strafrechtliche geht. Das heißt Diebstahl, Veruntreuung, tätlicher Angriff, gefährliche Drohung und so weiter. Das sind alles Fälle, wo natürlich ein Lehrverhältnis sofort aufgelöst werden kann. Für alles andere, was jetzt nicht so schwerwiegend ist, das sofort aufgelöst werden kann, kann dann auf der Basis schriftlicher Verwarnungen aufgelöst werden. Das heißt, wenn das Unternehmen den Lehrling nachweislich mehrfach schriftlich verwarnt, dann kann auf Basis dieser Verwarnungen das Lehrverhältnis aufgelöst werden. Hier muss man tatsächlich eben darauf achten, dass diese Verwarnung wirklich schriftlich erfolgt. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit auch für den Lehrling das Lehrverhältnis einseitig auf der anderen Seite. Also. Genau, das kann es zum Beispiel sein, wenn er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, den Lehrberuf auszuüben, wenn er zum Beispiel woanders hinzieht und es jetzt einfach von den Fahrtwegen her nicht mehr möglich wäre, den Lehrplatz zu erreichen. Aber natürlich auch, wenn der Lehrling für sich entschieden hat oder herausgefunden hat, okay, dieser Lehrberuf ist einfach nicht das Richtige für mich, dann kann der Lehrling auch den Lehrberuf aufgeben. Eine weitere Möglichkeit gibt es noch, das Lehrverhältnis aufzulösen. Das gibt es erst seit wenigen Jahren. Das ist der außerordentliche Ausbildungsübertritt. Das heißt, es kann von beiden Seiten zum Ende des ersten bzw. zum Ende des zweiten Lehrjahres dieses Übertrittsverfahren eingeleitet werden. Da muss man allerdings sehr genau auf die Fristen achten. Das sind im ersten Lehrjahr, also bis zum Ende des 9. Lehrmonats, beziehungsweise im zweiten Lehrjahr bis zum Ende des 21. Lehrmonats muss dieses Verfahren eingeleitet werden. Da wird dann auch ein Mediator hinzugezogen. Da gibt es eine Liste vom Justizministerium, wo man sich Mediatoren heraussuchen kann. Da gibt es dann dieses Mediationsverfahren. Aber jede der beiden Seiten hat die Möglichkeit, am Ende dieses Mediationsverfahrens zu sagen, nein, dieses Verfahren ist für mich gescheitert, ich möchte das Lehrverhältnis auflösen. Okay.
Nächsten Fragen, die reingekommen sind, ich will jetzt mal da zwei zusammentun, die, glaube ich, ein bisschen auf den ähnlichen Bereich abzielen. Das eine ist, ob eine gewisse Betriebsgröße Voraussetzung ist, dass man Lehrlinge ausbilden darf. Kurze Antwort, nein. Okay. Es ist keine Betriebsgröße Voraussetzung. Das heißt, es können auch Ein-Personen-Unternehmen Lehrlinge ausbilden, natürlich. Worauf man aber achten muss, sie haben als ausbildender Betrieb eine Aufsichtspflicht beim minderjährigen Lehrling und eine Ausbildungspflicht. Das heißt, dieser Pflicht müssen sie nachkommen, sprich, sie müssen tatsächlich auch 40 Stunden für den Lehrling, das heißt während seiner ganzen Ausbildungszeit, die ganze Woche, auch anwesend sein. Das heißt, das geht jetzt eben nicht in einem Ein-Personen-Unternehmen, dass der Lehrling dann tatsächlich längere Zeit auch unbeaufsichtigt ist. Da muss, es muss wirklich immer ein Ansprechpartner für den Lehrling da sein. Aber wenn ich das schaffe, ist das... Wenn Sie das schaffen, ist es natürlich auch als Ein-Personen-Unternehmen möglich, Lehrlinge auszubilden. Es gibt auch sehr viele, die das tun. Ja. Okay, zweite Frage, die jetzt da, bin ich sicher, ob wir das nicht vorhin auch schon mit den sanitären Anlagen beantwortet haben. Aber eben dann, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, also hier steht, was muss ich denn räumlich bedenken, wenn ich einen Lehrling ausbilden möchte und aber ein sehr kleiner Betrieb bin? Gehen wir jetzt mal auf diese EPUs oder vielleicht ein bisschen größer. Ja, also grundsätzlich gibt es hier beim Lehrling, ich muss gleich ehrlicherweise dazu sagen, was das angeht, bin ich nicht der Spezialist, da ist dann natürlich eher das Arbeitsinspektorat der Ansprechpartner. Aber grundsätzlich gibt es jetzt beim Lehrling hier nichts Besonderes zu, oder nichts im besonderen Maße zu beachten, was nicht für jeden anderen Mitarbeiter auch gilt. Das heißt, die Sanitäranlagen müssen für einen Lehrling nicht anders beschaffen sein, wie jetzt für jeden anderen Mitarbeiter. Okay, es geht ums Geld, so wie oft. Wie hoch ist die Lehrlingsentschädigung? Kann man das irgendwie sagen? Das kann man so einheitlich nicht sagen, da sich die Lehrlingsentschädigung aus dem jeweiligen Kollektivvertrag ergibt. Das heißt, es hat tatsächlich auch jeder Kollektivvertrag dann eine eigene Lehrlingsentschädigung festgelegt. Hier, wie gesagt, auch nochmal das Angebot, sich an Ihre Bezirksstelle der Wirtschaftskammer zu wenden. Besonders in kollektivvertraglichen Fragen wird man hier wirklich sehr, sehr gut beraten. Nutzen Sie dieses Angebot auch. Es sind jetzt in Bezug auf die Auflösung des Lehrverhältnisses noch Fragen gekommen. Wie ist das mit, wenn jemand, ein Lehrling, die Berufsschule nicht ganz so ernst nimmt, sagen wir es mal so, und die einfach lieber was anderes tut, als in die Schule zu gehen? Also mangelnde Leistung an sich ist jetzt noch kein Grund, ein Lehrverhältnis aufzulösen. Da muss man unterscheiden, ob der Lehrling die Leistung verweigert oder ob er tatsächlich einfach die Berufsschule nicht geschafft hat, obwohl er sich bemüht hat. Das ist natürlich in der Praxis immer natürlich auch eine Frage der Beweisbarkeit, keine Frage. Aber grundsätzlich ist es so, dass sollte der Lehrling die Berufsschule nicht schaffen, gibt es viele Kollektivverträge, die da eben die Sonderregelung haben, dass dann nicht die Lehrlingsentschädigung des nächsten Lehrjahres schon weiter bezahlt werden muss, sondern dass man die Lehrlingsentschädigung des gleichen Lehrjahres dem Lehrling so lange weiter bezahlt, bis er die Berufsschule dann positiv absolviert hat. Aber prinzipiell, es ist leider tatsächlich so, dass wenn die Leistung in der Berufsschule nicht stimmt, das so in der Form schwer zu sanktionieren ist. Okay, weil wir gerade vorhin gesprochen haben von dieser einvernehmlichen Auflösung, wir sprechen hier von Minderjährigen, müssen die Eltern da? Ist er zeichnungsberechtigt, der Lehrling? Auch nein, das ist eine Frage. Bei minderjährigen Lehrlingen müssen, Entschuldigung, das habe ich offenbar vergessen dazu zu sagen, bei minderjährigen Lehrlingen ist es wichtig, dass auch immer die Erziehungsberechtigten und sollten beide Elternteile erziehungsberechtigt sind, auch tatsächlich beide unterschreiben. Okay, auch hier noch eine Frage mit Lehrverhältnisbeendigung. Auch ist nicht unspannend, wenn man jetzt vielleicht während der Lehre draufkommt, dass dieser Lehrberuf doch nicht der ist, den man möchte, aber ein ähnlicher. Kann man sich da was gegenteilig anrechnen lassen? Also ja. Da gibt es wieder eben diese Lehrberufsliste, die wir vorher schon angesprochen haben. Da können alle Verwandtschaftsverhältnisse eben nachgesehen werden. Und das heißt, im Rahmen der Verwandtschaft können 1, 2, teilweise sogar 3 Jahre der Lehrzeit im anderen Lehrberuf voll angerechnet werden. Nächste Frage, wie ist das, wenn ich einen Lehrling nach Beendigung der Lehre bei mir im Unternehmen natürlich weiter beschäftige? Habe ich hier, also muss ich den behalten oder muss er bleiben? Ja, oder? Es gibt eine gesetzliche Behaltepflicht. Das heißt, vom Gesetzgeber ist vorgeschrieben, dass Sie den Lehrling nach Beendigung, das heißt entweder Beendigung durch Lehrabschlussprüfung oder durch Beendigung Lehrzeitende laut Lehrvertrag, dann noch eine gewisse Zeit im Unternehmen weiter beschäftigen müssen. Das sind zwischen 3 und 6 Monate, je nach Kollektivvertrag. Okay. Frage, die jetzt zurückgeht auf die Ausbildung, die Ausbilder, sage ich jetzt einmal, also diejenigen, die halt dann die Lehrlinge im Betrieb tatsächlich dann pädagogisch betreuen. Wie funktioniert diese Ausbildung?
Da gibt es eben, wie gesagt, diesen sogenannten Ausbilderkurs. Der umfasst 40 Unterrichtseinheiten. Der kann in jedem WIFI, in jedem BFI durchgeführt werden. Da gibt es auch wirklich laufende Termine. Ja, je nach Bundesland und Kursanbieter betragen die Kosten ca. zwischen 300 und 500 Euro. Dieser Ausbildungskurs schließt dann mit einem Fachgespräch ab. Mhm. Ach, das ist auch spannend. Eine Frage, die natürlich auf die aktuelle Diskussion Bezug nimmt. 12-Stunden-Tag, weil Sie vorhin erwähnt haben, diese Geschichte mit 8 Stunden, aber im Bedarfsfall oder je nach dem Kollektivvertrag mehr. Ist das ein Thema für, also diese 12 Stunden? Nein, absolut nicht. Solange der Lehrling minderjährig ist, darf er nicht über diese 8 Stunden hinausgehen. Wenn der Kollektivvertrag es zulässt, auf 9 Stunden bzw. eine halbe Stunde Vor- und Nachbereitungszeit darf dann noch dazugerechnet werden. Aber das heißt, im äußersten Fall darf der Lehrling auf 9,5 Stunden kommen, auch nur dann, wenn der Kollektivvertrag es zulässt, ansonsten 8,5 Stunden. Ein Thema, das wahrscheinlich auch in vielen Bereichen interessant ist, gibt es für Lehrlinge mit schlechten Deutschkenntnissen spezielle sprachliche Unterstützungsprogramme? Da gibt es, was wir eben bei der Förderung angesprochen haben, die Möglichkeit von Nachhilfe für Lehrlinge. Diese Kursangebote werden von uns eben sogar zu 100% übernommen, gedeckelt mit 3.000 Euro über die gesamte Ausbildungsperiode. Und auch Förderungen betreffend, gibt es Förderungen für Mädchen in sogenannten männlichen Lehrberufen oder auch umgekehrt? Also einfach sozusagen, um zu schauen, schaut man, dass man da die Quote ein bisschen ändert? Ja, da gibt es jetzt von uns als Wirtschaftskammer keine Förderung dafür, einfach ein Mädchen in einem Männerlehrberuf anzustellen. Man hat eben die Möglichkeit, da Projekte zu initiieren. Das heißt, wenn man jetzt ein eigenes Projekt starten möchte im Unternehmen, für Frauen in der Technik zum Beispiel, dann kann man sich das sehr wohl fördern lassen. Was es aber sehr wohl gibt hier in dem Bereich, sind Förderungen vom Arbeitsmarktservice, vom AMS. Okay, aber auch da, nehme ich mal an, wissen zumindest die Wirtschaftskammer-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bescheid, wohin mich wenden, schicken, wenn ich sage, ich hätte gerne die. Wie gesagt, wir sind hier wirklich jederzeit da für Sie, beraten Sie da umfangreich im Bereich Förderungen und wissen dann natürlich auch, an welche Stellen wir Sie verweisen können, wenn es jetzt seitens der Wirtschaftskammer hier keine Förderung gibt. Aber heißt das, nachdem es offenbar ja ganz gut vernetzt ist, kann ich mir da auch jetzt Betriebe oder Nachhilfeinstitute als Unternehmen wählen und sagen, dort würde ich meinen Lehrling gerne hinschicken, zahlt sie das oder muss ich da von euch aus? Nein, bei der Nachhilfe auf Pflichtschulniveau gibt es diese Möglichkeit, dass sie sich selber ein Nachhilfeinstitut suchen. Lediglich zu beachten ist hier, diese Nachhilfezeit muss dann auf die Arbeitszeit, muss entweder in der Arbeitszeit stattfinden oder zumindest auf die Arbeitszeit angerechnet werden. Okay. Welche Möglichkeiten gibt es für Jugendliche mit einem psychischen Handicap einen Lehrabschluss zu machen? Denkt man das? Ist das ein Thema oder ist das zu individuell, als dass man das jetzt... Nein, wir können uns gern kurz ansprechen. Das ist die Lehre nach sogenannten § 8b. Früher hieß es integratives Lehrverhältnis. Da gibt es im Prinzip auch wieder zwei verschiedene Modelle. Das eine Modell ist eben die Lehrzeitverlängerung. Das heißt, der Lehrling hat dann eine Lehre, die um ein Jahr länger dauert, muss in dieser Zeit die gleichen Inhalte wie jeder andere Lehrling auch dann absolvieren bzw. erlernen, wird hier zusätzlich betreut durch die sogenannte Berufsausbildungsassistenz. Und was auch noch in dem Zusammenhang für Sie als Unternehmen interessant ist, diese verlängerte Lehre ist auch förderbar. Das heißt, das wird durch AMS, durchs Arbeitsmarktservice eben wieder gefördert. Das zweite Modell ist die sogenannte Teilqualifizierung. Das heißt, hier nimmt man sich lediglich einzelne Teilaspekte des Berufsbildes heraus und bringt die dem Lehrling bei. Das heißt, das ist jetzt wirklich für Lehrlinge, die in der Regel dann eine etwas schwerere kognitive Beeinträchtigung haben, wo man dann davon ausgehen muss, dass ein volles Berufsbild nicht ganz erlernt werden kann. Da nimmt man sich diese Teilaspekte eben raus. Der Lehrling muss auch nicht in die Berufsschule und er legt dann lediglich eine Prüfung über diese Teilaspekte ab und ist dann quasi etwas über der Hilfskraft angesiedelt. Eine Frage zielt da noch einmal, ich glaube, da überlegt sich gerade jemand, der vielleicht sich so als Lehrerbetrieb qualifizieren möchte. Da geht es um diesen Feststellungsbescheid, den wir vorher schon kurz angesprochen haben. Das Szenario skizzieren, wie läuft das genau ab, dass da, ich glaube, da geht es um diese Begehung des Betriebes, dass man das vielleicht ein bisschen skizziert. Ja. Also wenn man aufgezeigt hat als Unternehmen und sagt, ja, ich möchte, dass man das ein bisschen schildert, weil ich glaube, da gibt es offenbar...
Ja, Befürchtung, also, dass das recht bürokratisch hier, oder recht... Nein, hier muss man sich wirklich keine Sorgen machen, dass hier jetzt die Raumhöhe von uns kontrolliert wird oder die Fensterflächen. Das fällt da wirklich nicht rein, sondern im Rahmen dieser Begehung wird wirklich nur geschaut, können sämtliche Inhalte des Berufsbildes voll vermittelt werden. Muss man vielleicht im einen oder anderen Bereich einen Ausbildungsverbund vorschreiben. Aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr einfaches und unbürokratisches Verfahren. Bisschen noch in den Bereich der Beendigung des Lehrverhältnisses. Ja, nehmen Sie einen Schluck, jetzt kommen sehr viele Fragen, aber das ist ja gut so. Offenbar das ist ja sehr positiv. Ist das Interesse da? Und zwar, wenn man jetzt, sagen wir mal, gerade ein bisschen Probleme hat mit dem Lehrling, gibt es da auch Möglichkeiten, bevor man wirklich jetzt diesen Weg der Auflösung sucht, in Form einer Mediation vielleicht zusammenzukommen noch einmal? Gibt es da auch Unterstützung? Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit der Mediation im Rahmen dieses Ausbildungsübertrittsverfahrens. Es gibt aber auch in einzelnen Bundesländern die Möglichkeit, dann Konfliktberater von der Wirtschaftskammer auch in Anspruch zu nehmen. Was es auch gibt, ist das sogenannte Lehrlingscoaching. Das ist jetzt ein neues Projekt, das es seit diesem Jahr gibt. Das gibt es einerseits als Lehrbetriebscoaching, andererseits als Lehrlingscoaching, wo dann wirklich psychologisch geschultes Personal Lehrlinge unterstützt, aber jetzt zum Beispiel auch in Problemsituationen, das heißt, wenn es Drogenprobleme gibt, wenn es familiäre Probleme gibt und so weiter. Und es gibt natürlich immer auch entweder von der Wirtschaftskammer selbst oder über dieses Lehrlingscoaching natürlich immer die Möglichkeit, auch Konfliktberatung und Konfliktvermittlung in Anspruch zu nehmen. Wenn ein Mitarbeiter seinen Lehrabschluss... Kurzer Nachsatz, wenn ich noch sagen darf. Natürlich. Und wenn es dann ins Juristische reingeht, da auch wirklich die Beratung durch ihre örtliche Bezirksstelle in Anspruch nehmen. Mhm. Also was es das Juristische angeht, sind hier unsere Bezirksstellen wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Okay. Wenn ein Mitarbeiter seinen Lehrabschluss nachholen möchte, also offenbar ihn noch nicht gemacht hat, was ist da zu tun und ist es egal, wie alt er ist? Also offenbar geht es da um jemanden, der vielleicht... Also das Alter spielt hier keine Rolle. Hier muss man natürlich unterscheiden, ob er schon jetzt Vorlehrzeiten hat in dem Bereich oder nicht. Das heißt, wenn er zumindest die Hälfte der Lehrzeit in dem Beruf schon absolviert hat, dann kann er außerordentlich zur Lehrabschlussprüfung antreten. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt aber auch verschiedene Qualifikations- oder Qualifizierungsangebote vom AMS, wo man dann auch in verkürzter Form zu einem Lehrabschluss kommen kann. Verfällt sowas? Also grundsätzlich Lehrzeit, die Sie schon mal absolviert haben in einem Lehrberuf, verfällt in der Form nicht. Okay. Noch da geht es um die Ausbildung in dem Fall. In Wien haben Sie schon gesagt, ist das die Berufsschule ganzjährig? Genau, aber ein, zwei Tagen die Woche. Genau, aber wenn es um das andere Modell geht, wo es ums Internat geht, wie lang ist denn so ein Platz? Geht es offenbar um einen Unternehmer, der befürchtet oder wissen will, wie lang ist der Lehrling weg? 10 Wochen. Das 10 ist Wochen. Immer 10 Wochen. Geblockt? Also es gibt auch bei 3,5- und 4-jährigen Lehrberufen im letzten Jahr dann 5-wöchige Turnusse. Ja. Aber ansonsten ist der normale Berufsschulturnus dauert 10 Wochen. Eine Frage zum Ausbildungsverbund. Was für Voraussetzungen braucht man, um sowas vielleicht zu machen, zu starten, Mitglied eines solchen zu sein? Und wie ist das rechtlich? Wo muss ein Ausbildungsverband gemeldet werden? Grundsätzlich ist das sehr unbürokratisch. Das ist lediglich eine Vereinbarung, die beide Unternehmen miteinander treffen. Hier gibt es auch einen Vordruck von uns als Wirtschaftskammer, wie so eine Vereinbarung aussehen kann. Muss in der Form auch nirgends gemeldet werden. Okay, also ich sage einfach, was ich habe und was ich anbiete und genau, wer andere braucht vielleicht. Genau, wenn ich, ja, beziehungsweise umgekehrt, wenn ich sage, ich hätte das gerne bei mir im Betrieb, ich habe vielleicht einen befreundeten Betrieb, der eine Maschine hat, die ich jetzt selbst nicht im Betrieb stehen hat, sagt man dann, kann ich vielleicht meinen Lehrling mal ein, zwei Wochen zu Ihnen schicken, dass er das bei Ihnen lernt, dann ist das, wie gesagt, ohne Probleme möglich. Ist lediglich eine Vereinbarung zwischen den beiden Betrieben. Der Lehrling bleibt in seinem ursprünglichen Betrieb gemeldet, ist auch dort versichert. Funktioniert in der Praxis wahrscheinlich auch ganz gut, denke ich, oder? Weil es ja für beide einen Vorteil bringt. Ja, also na, absolut, funktioniert sehr gut und ist auch relativ problemlos. Auch zum Beispiel bei saisonal arbeitenden Betrieben im Tourismus. Na klar. Letzte Frage, die jetzt noch angekommen ist, und zwar, wer stellt diese Berufsausbildungsassistenz? Wohin muss ich mich als Unternehmer wenden? Da gibt es verschiedene Träger in verschiedenen Bundesländern. Das heißt, das geht
von der Caritas bis zur Integration. Da gibt es die verschiedensten Anbieter, je nachdem, wer halt im Bundesland Träger ist. Wenn Sie hier den Kontakt herstellen möchten, dann kann das immer das AMS, aber auch die Wirtschaftskammer für Sie tun. Das heißt, da können Sie sich jederzeit entweder an die Bezirksstellen oder an Ihre Lehrstellenberater der Wirtschaftskammer wenden. Die können dann den Kontakt problemlos herstellen. Okay. Funktioniert auch oft über die Schulen bereits. Das heißt, wenn in der Schule bereits erkannt wird, okay, da ist ein Bedarf da vielleicht für eine verlängerte Lehre oder eine Teilqualifizierung, dann wird da oft in der Schule schon jetzt über das Jugendcoaching auch der Kontakt hergestellt. Okay. Dann sage ich mal vielen lieben Dank für die Beantwortung der vielen Fragen. Ich bedanke mich. Wenn da jetzt noch Fragen sein sollten, wir blenden jetzt sehr gerne natürlich auch in Kontakt ein zu Ihnen, Herr Magister Hoffer. Fragen, die das heutige Webinar betreffen, wenn da etwas ist, wo Sie sagen, da brauchen Sie noch Infos, melden Sie sich, wenden Sie sich an den Herrn Magister Hoffer. Abgesehen davon, wiederholen wir noch einmal vielleicht den Hinweis, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei der Wirtschaftskammer, die wissen Bescheid, die kennen sich aus, die können auch individuell auf Ihre Bedürfnisse, Ihres Unternehmens, Ihres Lehrlingsbetriebs eingehen und da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ihr Lehrstellenberater, Ihre Bezirksstelle, Ihre Lehrlingsstelle des jeweiligen Bundesland stehen Ihnen hier wirklich jederzeit gerne zur Verfügung. Wie gesagt, nutzen Sie die Beratungsangebote. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Vielen lieben Dank. Thema Lehrling, heute, glaube ich, sehr, sehr schön, sehr ausführlich behandelt. Wir machen weiter. Ich habe Ihnen zu Beginn des heutigen Webinars angekündigt, dass es ein Termin 1 von insgesamt 9 Terminen der Wirtschaftskammer ist. Es geht um den großen Bereich der Fachkräftesicherung und wir machen schon nächste Woche Dienstag am 20. November weiter um 14 Uhr mit einem Live-Webinar hier im Studio mit Frau Magister Palz. Es geht um das Thema Wiedereinstieg leicht gemacht. Ich sage danke, Herr Magister Hoffer. Vielen Dank. Und danke Ihnen fürs Fragenschreiben, fürs Dabeibleiben, fürs Aufmerksamsein und wünsche Ihnen eine schöne Mittagspause, wenn Sie jetzt eine haben und freue mich schon auf nächste Mal. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.